Am vergangenen Wochenende war es endlich soweit. Nach monatelanger Vorbereitung fand das Gassenhauer Musikfestival in Montreal statt. Trotz Schlechtwettervorhersage machte der Regen einen großen Bogen um das Open-Air-Konzert am Malerwinkel. Wem dennoch kalt war, der hatte die Chance, sich bei großartigen Musik ex-warm zu tanzen. Unter anderem traten die Bands The Boomboxes aus Mülheim Kärlich und Me Setting Sails aus Mayen auf. Mit Rock, Blues und Pop begeisterten sie das Publikum. Am letzten Tag bedankte sich Veranstalter Philipp Scholz bei allen Helfern und erntete lautstark Zustimmung, als er eine mögliche Wiederholung des Gassenhauer Festivals im nächsten Jahr andeutete.